Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, wo wir ja in der tiefen Mine unter Wormhill sind und versuchen rauszukommen. Und ich muss euch sagen, wir hatten ja jetzt eine Woche Pause. Es geht jetzt weiter, habe auch wieder voll Lust drauf, aber draußen ist es unfassbar warm. Also Zeitpunkt der Aufnahme ist im Sommer 23. Lass mich nicht lügen, draußen sind es 31 Grad und ich steuere hier den guten Samuel in dieser richtig kühlen, dunklen Mine. Ich bin ein bisschen neidisch tatsächlich. Naja gut. So, wenn ich mich recht entsinne, haben wir als letztes diesen Schlüssel gefunden. Damit können wir sicherlich den Spind aufschließen. Das sieht gut aus. Ein Revolver. Den stecke ich ein. Wir haben hoffentlich funktioniert er noch. Eine Waffe gefunden? Einige alte Kugeln. Wollen wir hoffen, dass sie noch etwas taugen. Sonst noch was da? Technische Zeichnungen und die Pläne von irgendeiner Maschine. Oder es lohnt sich ja richtig, der Spind. Da ist nichts mehr drin. Schade. So, okay, ich würde sagen... Wenn sie hier unten nicht feucht geworden sind, kann ich sie bestimmt verwenden. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir laden mal durch. In der Schachtel sind noch zwei Kugeln. Wow, zwei Schuss. Na super. Kann man den Spind auch aufmachen? Oh, tatsächlich. Da drin ist nichts Nützliches mehr. Okay, dann haben wir die Spinde durchsucht. Da liegt noch ein Buch. Naja, und der Sicherungskasten halt. Und die Generatorsteuerung. Aber die Pläne, welche Maschine wird denn da beschrieben? Steuerungspläne und Skizzen einer großen Maschine. Die kann ich vielleicht irgendwann gebrauchen. Vielleicht der Maschine, wo du dich geweigert hast, irgendwas zu machen? Könnte sein. Jetzt schauen wir uns erstmal das Buch an. Vielleicht hilft mir das, nach draußen zu kommen. May 29. Heute ist alles glatt verlaufen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze hier. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von über Tage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. May. Einer der drei Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. May. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den zweiten Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der neuen Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morton ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden. Kein Gas. Aber drei weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morton. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen. Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen, sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1. Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es.
Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... Ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit 3 Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger. Aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien, aber niemand kann mich hören. Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung, verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt, bitte beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. Wow. Harte Worte. Harte Worte tatsächlich, wenn man sich das Schicksal vorstellt. Also erstmal nehme ich das zurück, dass es in der Mine kühl ist. Da ist es offensichtlich genauso warm, wie ich mich gerade fühle. Das passt ja dann schon mal. Ja, dann ist die Rede von einem Gespenst. Und offensichtlich gab es einen Todesfall. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt. Und dann muss es irgendeine Explosion gegeben haben. Und der arme Tropf saß hier fest, eben weil oben das Ölfass auf der Klappe lag. Wir sind jetzt natürlich schon etwas weiter. Wir können mehr navigieren. Gucken uns jetzt mal die Generatorsteuerung an, würde ich sagen. Ich vermute, die gehört zum Fahrstuhl. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Das wollte ich meinen. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Ja? Brauchst du da die Pläne für vielleicht? Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Ja, okay, aber wir können hier nichts weiter machen. Gut, wir haben ja die anderen Pläne. Ich würde sagen, wir gehen einmal nach oben. Hier war ja nichts weiter, oder? Nein, hier war nichts weiter. Gehen wir nochmal hinauf. Und dann hier rüber. So, und die Pläne kann man hier benutzen? Ja, das kann man. Sehr schön. Ich werde versuchen, ihn mit Hilfe dieser alten Pläne betriebsfähig zu machen. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Ja, dann gehen wir doch zum Fahrstuhlraum. Ja, kein Wunder, dass dieser Minenarbeiter sich nicht retten konnte. Er konnte ja nicht hoch. Ja, das sieht gut aus. Aber das sieht nicht gut aus. Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Eigentlich könnte das nur mit dem Lappen. Ich würde mich verbrennen. Wir müssen den Lappen irgendwie kühlen. Wasser haben wir nicht, aber da oben war doch Wasser, oder? Also Öl wäre sicherlich nicht so gut, aber das ist ja auch weggelaufen. Weggelaufen, also komplett vergossen. Wo war das Wasser?
Wo war... Ja, aber das kann ich gar nicht verwenden. Das ist kein Hotkey mehr. Oder brauchte ich... Also das Ventil, das ist ja auch noch so eine offene Geschichte. Aber da haben wir auch noch gar nichts für gefunden. Und sonst ist hier nichts Flüssiges zu finden. Schauen wir uns nochmal genauer um. Dampf. Da ist noch eine Pfütze. Da ist noch eine Pfütze. Ich habe den Lappen angefeuchtet. Da bin ich guter Dinge, dass das funktionieren wird. Ich habe das Loch im Rohr geflickt. Und nun? Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Das ist schlecht. Vielleicht ist es nur eine durchgebrannte Sicherung. Das könnte sein. Wir gucken mal. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Okay, wir kennen ja. Das erklärt jetzt den anderen Sicherungskasten, den ich immer wieder anklicken konnte und wo ich nichts mitmachen konnte. Der ist hier. Ihr kennt das ja schon. Ich traue diesen Stromapparaten nicht. Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen. Okay, kein Stromschlag. Ist auch eigentlich unlogisch, ne? Nur wenn man eine Sicherung rausdreht, sollte nicht wirklich was passieren. Aber bei einem Sierra Adventure wären schon 100 Sachen passiert. So, okay. Sicherung wieder rein, würde ich sagen. Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. Und Knallgas. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er. Dann komme ich endlich hier raus. Das wäre ja was. Okay, das Licht blinkt. Das ist schon mal gut. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Ich frag mich ja, wie lange der Fahrstuhl nicht in Betrieb war. Ja, dann, muss man da nochmal drauf drücken, damit die Tür aufgeht, oder? Ja, okay, ich verstehe. Dann hinein mit uns. In einem Bergwerk könnte ich ja nicht arbeiten, bin ich ehrlich. Das wäre mal so gar nichts für mich. Endlich. Das ist das oberste Geschoss. Jetzt müsste ich ohne große Mühe hier rauskommen. Okay, wir gucken uns natürlich trotzdem erstmal wieder hier um.
Bloß ein Haufen Erde, sonst nichts. Riecht nach Rost. Kisten? Wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Sie enthält noch alte Zündschnüre. Nichts, außer alten Zündschnüren. Tja, dann haben wir nur noch das Gitter. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Mit bloßen Händen kann ich das nicht beseitigen. Dann schau... Ach Gott, wir haben diese Eisenstange, haben wir nicht mehr. Das kriegst du auch nicht auf. So, an der Stelle speichere ich nochmal, weil ich erinnere mich an eine Geschichte. Und wer die kennt, der kann gerne in den Comments kommentieren. Ich weiß, ich kriege es nicht genau zusammen. Aber es ist wie folgt. Ich kann jetzt dieses Vorhängeschoss aufschießen. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich zwei Kugeln habe. Insofern wird jetzt nicht viel passieren. Ich weiß, die zweite Kugel braucht man noch, aber es gab Spielversionen, bei denen man nur eine Kugel hatte. Und wenn man die hier verbraucht hat, hatte man so eine Deadlock-Situation. Daraus schließe ich aber auch, es gibt auch einen anderen Weg, dieses Gitter zu öffnen. Diesen anderen Weg habe ich tatsächlich nie gefunden. Ich hatte mich dafür mal interessiert und habe dann mal meine alten Spielstände rausgegraben und alles durchsucht. Ich habe keine Möglichkeit gefunden. Und auch alle Lösungen, die ich gefunden habe, zielen darauf hinaus, dass man das Schloss aufschießt. Ich mache das jetzt. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Ein perfekter Schuss. Das Vorhängeschloss ist offen. Aber wer es weiß, kann es bitte in die Comments schreiben. Mich interessiert, wo man den Schlüssel dafür herkriegt und ob man ihn überhaupt irgendwie bekommen kann. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das ist so ein Mysterium, was ich noch nicht gelöst habe. So. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Na dann. Das sieht nicht gut aus. Ein gefährlicher Wolf. Ja, da sind keine weiteren Animationen. Schade, aber das war dann wieder mal ein möglicher Tod. Und jetzt erahnt ihr auch, wofür man den zweiten Schuss braucht. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Das sieht nicht gut aus. Etwas humorlos, ne? Wahrscheinlich hätte ihn die Luft schießen auch schon geholfen. Aber gut, wir sind jetzt froh, dass wir die Minen hinter uns gelassen haben. Und da sind auch noch weitere. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Oh, Samuel, komm zu uns. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Nein, ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, es gibt ein dringendes Problem. Kannst du es nicht auf morgen verschieben? Leider nein. Worum geht es denn? Ich weiß es selbst nicht genau. Das werde ich feststellen, wenn ich dort bin. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Mach dir keine Sorgen, Victoria. Komm bitte so schnell wie möglich wieder. Es gefällt mir nicht, dass du nachts bei diesem furchtbaren Wetter dorthin fährst. Es ist schon spät. Ich muss jetzt aufbrechen. Wir sehen uns morgen, Samuel. Wiedersehen. Pass auf dich auf, Robert. Keine Sorge.
Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In 2 Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Darf ich fragen, warum? Oh, nur zu Besuch. Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an sie. Kannst du ihn mitnehmen und sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf. Kapitel 3. Verborgenes Vermächtnis. Heute früh wachte ich schweißgebadet auf. Die Vergangenheit und meine Erinnerungen verfolgen mich bis in den Schlaf. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Ich bändigte meine Gedanken und beschloss, das, was ich angefangen hatte, zu Ende zu führen. Ich machte mich auf die Reise zum Schloss unserer Familie in Wales, um das zu beenden, was William nicht gelungen war. In der Hoffnung, dass Eleanor meinen Besuch nicht ablehnen wird. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich noch an mich erinnert. Laut Williams Tagebuch ist der Schlüssel irgendwo im Schloss. Ich muss ihn finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll. Das Gitter ist abgeschlossen. Natürlich ist es das. Da ist ja auch eine Klingel. Du kannst doch nicht einfach so in ein Schloss reinspazieren. Na gut. Ja, jetzt ist mal wieder viel passiert. Kapitelwechsel natürlich. Der gute Samuel möchte keine Zeit vergeuden. Er möchte direkt den 2. Schlüssel holen und der ist, wie er schon selber sagte, in Wales. Hallo? Ist da jemand? Niemand hat mich gehört. Nee, natürlich nicht. Komm, benutz mal die Klingel. Ich warte noch eine Weile. Vielleicht war das Klingeln zu kurz und niemand hat es gehört. Dann klingel doch nochmal. Die Drähte innen haben anscheinend einen Wackelkontakt. Ach so. Kannst du daran was ändern? Die Drähte innen haben anscheinend einen Wackelkontakt. Kommst du da dran? Vielleicht funktioniert die Türklingel nicht. Ich kann von hier aus nichts hören. Ja, das wird so sein. Kann man das damit vielleicht öffnen? Ja. Vielleicht, wenn die Klinge dünner wäre. Tja, dünner ist sie nicht. Ist das vielleicht dünner? Nee. Mauer. Aber nicht drüber klettern, oder? Die Spitzen oben am Zaun sehen sehr ungemütlich aus. Da komme ich nicht drüber. Das hätte mich auch gewundert. Tja. Die Klinge ist zu grob, aber wir haben sonst ja gar nichts dabei. Irgendwas übersehen wir hier. Finde ich, es ist ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich ist relativ, ne? Es ist ganz offensichtlich, dass man etwas übersieht. Aber was?
Ist wirklich nur das Haupttor, sonst sehe ich wirklich gar nichts. Brüchige Statue. Okay, die habe ich noch nicht angeklickt. Das linke Bein der Statue ist abgebrochen. In der Säule steckt ein Nagel. Es war gar nicht schwer, ihn herauszuziehen. Ja, das ist doch gut. Und der Nagel ist vermutlich dann auch das Werkzeug, was wir hier brauchen. Ich werde versuchen, den Nagel so unter die Türklingel zu klemmen, dass er die Drähte verbindet. Das scheint geklappt zu haben. Es kommt jemand. Was möchten Sie, Sir? Madame Eleanor erwartet heute keinen Besuch. Ich bin Samuel Gordon vom Schloss Black Mirror. Ich bin hier, um Eleanor zu besuchen. Bringen Sie mich bitte zu ihr. Es tut mir leid, Sir, aber das ist unmöglich. Was meinen Sie damit? Verzeihung, Sie sagten, Sie sind ein Gordon? Ja, Samuel Gordon, der Sohn von Randall Gordon. Ich würde Ihnen gerne vertrauen, aber ich kann nicht. In letzter Zeit hat es einige Probleme gegeben und ich muss sehr vorsichtig sein, wen ich hereinlasse. Wenn Sie vielleicht Ihre Identität nachweisen könnten, Sir? Ich habe einen etwas herzlicheren Empfang erwartet. Es tut mir leid, Sir. Ich muss darauf bestehen. Gut, das könnten wir mit der Todesanzeige vielleicht? Hoffentlich genügt Ihnen das hier als Identitätsnachweis. Es ist William Gordons Todesanzeige. Sie ist ein Grund, weshalb ich hergekommen bin. Natürlich, Sir. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Vor einiger Zeit gab es einen Einbruchsversuch. Daher die erhöhte Vorsicht. Ich verstehe. Können wir jetzt hineingehen? Folgen Sie mir bitte. Ich begleite Sie ins Schloss. Verzeihung, Madame. Ja, Louis. Wie ich sehe, haben wir einen Besucher. Das ist Samuel Gordon. Er kommt von Schloss Black Mirror. Oh ja, ich weiß, wer er ist, Louis. Alles in Ordnung. Lässt Ihr Gedächtnis nach? Ich hoffe, Sie haben unseren Gast herzlich willkommen geheißen, Louis. Ich wusste nicht, wer er ist, Madame. Deswegen wollte ich ihn nicht hereinlassen. Willkommen in Wales, Samuel. Hoffentlich hat dich Louis nicht zu sehr verärgert. Nein, nein. Er hat mir den Grund für seine Vorsicht genannt. Heutzutage müssen wir besonders vorsichtig sein. Letzte Woche hat man versucht, bei uns einzubrechen. Aber das interessiert dich vermutlich wenig. Was verschafft mir denn die Ehre deines Besuchs? Können wir uns vielleicht unter vier Augen sprechen? Ich verstehe. Louis, Sie dürfen sich jetzt wieder Ihren Aufgaben widmen. Gewiss, Madame. Danke. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Samuel. Ich habe seit Jahren keinen Familienbesuch mehr gehabt und hier vergeht die Zeit so langsam. Sag, wie lange hast du vor, bei uns zu bleiben? Ein paar Tage, nehme ich an. Ich weiß es aber noch nicht genau. Nur ein paar Tage? Das ist aber schade. Victoria hat mir geschrieben und von William erzählt. Ich mochte ihn sehr gern. Er war ein guter Mann. Es war bedauerlich, dass ich nicht zur Beerdigung kommen konnte. Aber ich bin schwach und eine lange Reise wäre für meine Gesundheit abträglich. Ich habe das alles Victoria in einem Brief geschrieben. Ich hoffe, sie ist nicht böse auf mich. Weißt du, ob sie meinen Brief erhalten hat? Ich habe noch keine Antwort bekommen und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe hier ihre Antwort. Ich habe ihr versprochen, sie zu überbringen. Tatsächlich? Das ist lieb von dir. Ich bleibe so ungern in Ungewissheit. Ich werde ihn heute Abend lesen. Aber du bist bestimmt nicht nur gekommen, um mir einen Brief zu überbringen. Das ist wahr. Aber dieses Gespräch werden wir in der nächsten Folge fortsetzen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.